Hey Leute und herzlich willkommen hier zu einem kleinen Video. Und ich habe nämlich hier bei dem Event, ich zeige euch das gleich nochmal, Gianluca Gaudinho gefunden. Obwohl es den noch gar nicht in FIFA 14 gibt, den gibt es nur bei dem Spiel gerade, wo die gegen Dortmund gespielt haben. Dortmund hat ja 2-0 gewonnen. Gibt es einfach hier Gaudinho, obwohl es den nirgendwo anders gibt in FIFA, nur bei dem Spiel. Ja, er ist 15 Jahre alt, aber wie alt ist der ehrlich? Ist er echt 15? 96 ist er geboren. Der ist 3 Jahre jünger als ich. Mann, Mann, Mann. Größe 1,74, 69 Kilo, Deutschland, ZM, Fuß rechts. Gaudinho, Deutschland, das wusste ich gar nicht. Ich bin ja kein Bayern-Fan. Arbeitsrate, Angriff, Mittel-Mittel, Defensive, auch Mittel-Mittel halt. Schwacher Fuß 3, Spezialbewegung 2, der ist halt noch nicht so gut. Hat eigentlich eine 61, aber wurde um 2 runtergestuft. Also hat eine 59 jetzt. Spezialitäten und Eigenschaften hat er noch keine. Da sieht man dann nochmal so eine Stats-Balance, ist das Beste. Ausdauer natürlich noch nicht so gut. Abfang 99, okay. Das kann er halt. Der Gaudinho. Hier auch kurzer Pass 71, Cage 67. Alles in Ordnung. Wollte euch das hier nur mal kurz zeigen und dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich nochmal im Menü. Also bin ich hier im Menü und dann gehe ich erstmal auf Anstoß. Oder wartet, ich gehe erstmal auf Anpassen. Teams bearbeiten und auf Update laden. Momentan sind keine Aktualisierungen verfügbar. Das ist gut. Dann gehen wir auf Anstoß. Hier bin ich Dortmund-Fan. FC Bayern nehmen wir einfach gegen, was weiß ich, Arsenal. Wir spielen jetzt nicht. Gehen wir auf Teammanagement und suchen da jetzt mal einen Code. Neue Alarm. Hier, wo ist da Gaudinho? Nirgends, ne? Nirgends ist da Gaudinho. Schöpf, der spielt aber nicht mehr da. Husic auch nicht. Nirgends, wo ist da Gaudinho? Weil wieder ausgesprochen wird. Also den gibt es nur bei dem Spiel. Und das sind für, noch für 89 Stunden. 10 Minuten. Geht ihr auf Anstoß da oben, Highlights der Woche und geht hier drauf und dann könnt ihr auswählen, wie viel ihr wollt. Ja, dann würde ich sagen, was ist mit dem kleinen Video?